Hey ho, meine Freunde! Zum Glück ist er schon da hinten hingelaufen. Das war unser Glück. Ich laufe jetzt mal besser hier hinten lang. Da hier ist ja so richtig hell, ey. Los, los, komm, Sam. Ja! Huha! Huha! Wer braucht Medikits, Alter? Wer wird schon erwischt? Ich nicht. Ah, das ist jetzt der richtige Serverraum. Nee, schon wieder nur. Alter! Der Code zum Notstrombatterieraum lautet 110598. 110598. 110598. Alter, diese Codes, die machen mich fertig. Aber okay, hier kann man sie noch selber eingeben. Später, in den späteren Teilen, ist das nicht mehr so. Leider muss ich dazu sagen, ich habe das sehr gerne gemacht mit den Codes eingeben. Dann wäre es noch ein bisschen so, oh, Brainstorming und sowas, aber heutzutage, naja. Wer sich das auswendig merken kann, der ist brutal drauf. Oh ja. Hier ist übel, weil die können einfach überall sehen. Die sehen einen ja auch hier durch. Ich glaube, da ist es besser, wenn man damit arbeitet. Weil man erkennt sich trotzdem kaum. Oh Gott, der kommt hierher. Ich glaube, ich habe was gesehen. Das ist doch Schwachsinn. Wie kommst du auf so eine Scheiße? Das meine ich, man hat noch nicht mal einen Schritt da rein bewegt und schon. Ich habe da was gesehen. Da war jemand. Circa 1,85 groß. Ja, keine Ahnung, 85 Kilo. Durchtrainiert. Meine Güte. Los, komm her, du so. Ja, kommt alle gleichzeitig. Ja, komm hier hoch. Komm hier hoch, komm. Komm. Komm, Junge. Bei Fuß. Komm. Ja, fein machst du das. Bist ein ganz lieber. Ja, komm her. Komm zu Papa. Und halt die Fresse jetzt, ey. Das war einfach die Geschichte. Das hat der andere aber nicht mitgekriegt, weißt du? Wie da jemand mit seinem Kopf auf diese Metallplatten aufgeplackt ist. Das kriegt man nicht mit. Das hört kein Mensch. Das ist leise. Das ist gar kein Problem. So, dass ich das geklärt habe, das ist ja unglaublich, ey. Mann, Bitch. Das hat auch keiner gehört. Warum sollte auch jemand sowas hören? Das macht doch alles keinen Sinn. Gut, das ist eigentlich nur noch einer, ne? Und das gefällt mir super. Ich hoffe, dass das nur noch. Oh Gott. Ach so, mich siehst du aber jetzt nicht, ne? Ich hab da was gesehen. Pass mal auf, Kollege. Oh nein. Halt die Fresse. Okay, ich weiß, das war unnötig. Aber ich bin in Panik geraten. Dementsprechend war es nötig. Ich frage mich echt, ob man hier auch vorbeikommt, ohne dass die einen irgendwie bemerken. Okay, mit Licht ausschalten vielleicht und hin und her, aber. Das würde ich gerne mal live in Action sehen. Ich bin nur leider zu blöd dafür. Normalerweise habe ich mir so vorgenommen, für das Let's Play so richtig geil zu schleichen, so oh, an allen vorbei und dass sie dann so zugucken und denkt, oh geil, wie der abgeht, wow. Hätte ich nicht gedacht, dass das möglich wäre. Tja, und ihr seht ja, worauf es hinausläuft. Ich spiele 0815, ey. Egal. Ich habe Spaß daran. Das ist das Wichtigste. Hui. So, gibt es noch irgendwas zum Abstauben? Ja, bei mir haben die immer Alarm ausgelöst, als ich damals mit Schleichen versucht habe. Da heult mir ja schon fast vor. Oh, ich dachte gerade, das wäre eine Kamera, ey. Machen Sie mich schnell so fertig, bitte. Wo geht's jetzt hin? Aber okay, im Vergleich zu damals bin ich besser geworden. Früher haben sie eigentlich schon an jeder Stelle auf mich geballert. Ist hier jemand? Ich sehe hier leider niemanden. Oh. Komm zu Papa. Komm her. Oh, ich liebe dich. Wird zwar nie benutzt werden, aber hey, ist ja egal. Wie wechselt. Oh, da ist auch noch was. Haftkamera. Wie wechsle ich nochmal die Waffen? Kann mir das mal jemand sagen? Ach so, klar, hier unten, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Pistole auswähle, die ich gar nicht habe. Gut, macht Sinn. Ja, und dann muss ich hier. Warte mal, ausrüsten. Ja, dann mit Rechtsklick aktivieren. Okay, cool. Man müsste aber eigentlich meinen, diese Riesenwaffe müsste eine größere Belastung sein, oder? Aber okay, ich meine, ich glaube, der spürt die kaum. Durchtrainiert, wie die Sau hier ist. Ich meine, der ist mal nicht so durchtrainiert wie ich, aber hey, er versucht es wenigstens. Okay. Ja, ich glaube, so weit kam ich auch noch, dass ich die Waffe geholt habe. Und dann wurde Ja, es schätze hässlich. schon. Kennst du jemanden, der verletzt wurde? Nee. Mann. Oh. Alter, du hast gerade telefoniert. Was ist denn los bei dir? Geh weg. Natürlich, 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 natürlich. Das war jetzt lappenhaft, aber
Warte mal, wollen wir mal versuchen, einfach so dran vorbeizukommen? Weil ich dachte, der kommt auf mich zugelaufen. Aber ich glaube, die Chancen sehen eigentlich gut aus, dass es nicht so passiert. Luft anhalten. Speichern. Und Abgang. Warte mal, noch ein Medipack nehmen. Keine Ahnung, wie viele man von den Dingern aufheben kann. Server Room, Security Station B. Und hier kommen wir wahrscheinlich nirgendwo durch. Okay, der Typ ist ja gerade da hinten. Kann man, wenn man ja ein bisschen schnell ist, einen kleinen Vorsprung rausholen? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Fischer, dem GPS zufolge bist du in der Nähe des Servers. Grimms dort hier wartet und wird das Lag verfolgen, sobald du uns Zugriff verschafft hast. Na super. Ja, ja, das war auch eine hässliche Stelle hier. Da ist ja ein PC. Ich weiß jetzt nur nicht, welchen ich nehmen soll, ne? Zentralserver. Also das Nachtsichtgerät, das bringt hier überhaupt nichts. In den späteren Teilen kannst du damit einfach alles sehen. Ein Eindringling. Ich bin kein Eindringling, ich bin ein Freund. Tja. Ach so, der dreht sich hier zu uns. Oh je, kein Wunder. Dann pass mal auf, dann müsste ich glaube ich da rein, damit ich sicherer bin. Der hat ein Päckchen vorne, oder? Nee. Gut. Hier ist ja alles dunkel. Hier ist ja okay. Dann speichere ich mal hier, weil ich glaube, das war eigentlich keine schlechte Idee. Kann man da rein? Man könnte sogar. Wie laut ist das? Alter, das ist einfach Kamikaze. Ich glaube, ich habe was gehört. Willst du mich verarschen oder was? Das eben gerade hast du nicht gehört, aber das hast du gehört, Junge. Das hört jeder. Diese fucking Unlogik, ey. Hallo! Siehst gut aus. Tja, hier ist ja auch noch dunkel. Oh, 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 oh. Wie, du kommst hierher. Oh Gott. Die PCs zu durchsuchen wird sehr heikel, muss ich zugeben. Ich probiere mal jetzt gerade den hier, nur um zu gucken, ob man da vielleicht irgendwelche Daten finden könnte. Ich meine, einer ist aber jetzt nicht ausschlaggebend. Aber es wäre wenigstens ein kleiner Hinweis. Sie dürfen hier gar nicht sein. Ach Quatsch. Sag denn das? Weil du das sagst, heißt das, dass es jetzt so rechtens ist, okay? Hallo? Ja, bitte. Ich muss hier arbeiten. Seien Sie bitte ruhig. Wehe, der kommt jetzt hierher, ey. Ich muss den wegboxen. Hallo? Der Junge hat schon ganz schön Probleme. Hallo, hallo! Na super. Erfordert alles Timing. Ah, das ist eine Timing-Frage. Das ist so bescheuert, ey. Ich hab da was gehört. Kann ich mich hier vielleicht drinnen verstecken? Weißt du, der arbeitet hier drinnen, steht hier drinnen rum. Und im Endeffekt hat er gar nichts davon. Und hier hauschen jetzt K.O., ey. Ganz einfaches Prinzip. Eigentlich kann man wirklich auf den scheißen. Oh. Ja, ich könnte auch einfach niederballern. Ist auch kein Problem. Ja, ich lasse den am besten einfach mal in Ruhe. Finde ich besser. Okay, der Weg ist... Schnauze, der Weg ist falsch. Da hinten ist ja auch schon wieder einer, der war aber davor nicht da. Ey, wie der schleicht, Mann. Da macht doch mehr Licht an, wenn ihr Angst habt im Dunkeln. Guckt euch mal an, wie dunkel das hier ist. Wisst ihr Bescheid? Und der kriegt Panik, weißt du, dass er irgendwie auf die Fresse kriegt, dass hier irgendjemand sein könnte. Oh, da steht aber auch sehr beschissen, der Typ. Sie dürfen hier gar nicht sein. Oh Mann, ey. Ich hasse den Typ vom allerfeinsten. Gut, ich geh da lang. Ich glaube, ich habe was gesehen. Nein, nein, du hast gar nichts gesehen. Halt die Schnauze jetzt. Ich will von dir nichts mehr hören. Du hast ja schon genug erlaubt. Ganz froh, dass ich dich hier am Leben gelassen habe, Junge. Oder nicht K.O. geschlagen habe. Das kann bleibende Schäden hinterlassen. Glaub's mir. Hier ist ein Safe, oder? Wo ist denn hier dunkel? Da. Gut, hier bin ich sicher. Oh, 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 oh. Jetzt mal gleich die Luft anhalten, Freunde. Da müsst ihr mitmachen, sonst wird das nix. Easy.
easy. Okay, speichern und vorbei rein. Ich meine, auf die Toiletten müssen wir eigentlich nicht, oder? Der Zugriff auf die Terminals wird bis auf weiteres auf Administratoren und einige Benutzer begrenzt. Oh Mann, hier geht's nirgendwo rein, ey. Speichern. Oh. Hallo. Wie komme ich jetzt zu dem rein? Der hat eine Tasche, zu dem muss ich rein. Melde einen bewaffneten Mann. Ach so, ich stehe genau vor dir, das bemerkst du nicht, aber wehe, ich bewege mich einen Millimeter. Ob der sich wegdreht? Ich habe ja leider keine Dose oder sonst irgendwas, was ich mal dem an den Kopf werfen könnte. Und eigentlich ist da hinten voll dunkel, da dürfte mich eigentlich gar nicht sehen. Oh ja, da sieht mich ja wirklich nicht. Dann macht so ein Fenster natürlich auf jeden Fall sehr viel Sinn, also Respekt. Gut durchdacht. Jetzt habe ich Angst, erwischt zu werden. Das war so klar. Na gut, na gut, na gut. Gehst du vielleicht mal weg? Gut, ganz ehrlich, die einzige Methode, die ich sehe, ist, den wegzutasern, ne? Um da reinzukommen. Also nicht den. Okay, Taser muss jetzt auch nicht sein. Taser ist so qualvoll. Wählen wir das? Funktioniert super. Gut. Dann rein da. Das fand ich doch ein guter Weg. Gib mal dein Päckchen erstmal her. Ja, deine Tasche, genau. Medikit. Na super, hat sich voll gelohnt, ey. Brauche ich gar nicht, aber okay, dankeschön. Hier ist so hell überall. Und wenn ich das Licht ausmache, das merkt ihr doch bestimmt. Aber okay, anders gesagt, warum sollte er es nicht bemerken, wenn, sag ich mal, sein Kollege weg ist, ne? Komm mal mit. Ah, nein. Ich muss dich schnell mitnehmen. Komm. Schnell, Junge. Steh doch mal auf, ey. Auf. Ach du Scheiße, Alter. Ein ganzer Raum voller Kameras. Auch sowas stehe ich ja total. Ich hoffe... Ja, okay, ich bin hier komplett im Dunkeln. Das ist nice. Ich denke mal, das sind keine Infrarotkameras. Obwohl, wir sind hier im CIA-Gebäude. Das kann schon ein bisschen danach aussehen. Was ich schade finde, ist, dass man hier noch nicht bewertet wird. Das kommt in späteren Teilen. Dann haben sie es irgendwann wieder rausgenommen, leider. Sicherheitsdienst, wir haben einen Eindringling. Ach was, den habe ich ja gar nicht gesehen. Wie konnten der mich sehen? Ich bin doch hier komplett im Dunkeln, oder? Ja, eigentlich schon. Da kommt der entlang gelaufen. Ein ganzer Raum voller Kameras und ein Security, ey. Da weißt du schon, dir geht's gleich scheiße. Ah, die drehen eine ganze Runde, die Kameras, kann das sein? Ja. Okay, dann pass mal auf, jetzt schnell. Oh, scheiße, der Weg war definitiv falsch. Ich hätte da lang gemusst, wo der Typ lang geht. Na gut, kann man nicht wissen, ne? Oh nein! Nein! Geh die rechte Treppe hoch. Die rechte, Junge. Genau die. Na gut, dann bleib halt da unten, ist mir auch egal. Oh nein! Die rechte Treppe. Nicht die. Nicht die! Alter, ich hasse den Kollegen da unten. So, jetzt können wir ihn verfolgen, definitiv. Schnauze, Kamerad, du hast mich nicht gesehen. Das kannst du deiner Mutter erzählen. Ich bin unsichtbar in der Dunkelheit. Okay, ein Schatten deines Selbst. Achso, ich wollte gerade sagen, wie ist denn der da durchgekommen? Das sah so aus, als ob da ein Tor wäre. Ich hoffe jetzt, dass der Weg richtig ist. Oder soll ich da in den Fahrstuhl rein? Geh mal aus dem Weg, Junge. Nee, da ist gut. Da ist sogar sehr gut. Ungeil. Zum Glück geht das Speichern hier schön schnell. Okay, den brauchen wir eigentlich nicht. Dann laufen wir einfach an dem vorbei, würde ich sagen. Bitte denken Sie daran, dass das Rauchen in der Cafeteria nicht länger erlaubt ist. Nutzen Sie bitte die ausgewiesenen Raucherterrassen in der 5. Etage. Oh Gott. Ja. Halt die Schnauzekamera, würde ich sagen. Die ist gepanzert, ne? Gut, wie ist denn der Code hier?
2019 haben wir noch nicht benutzt. Das muss theoretisch gesehen der Code sein. Und ich glaube auch, dass sie nur so einen ganz kurzen benutzt haben, damit man es hier nicht so schwer hat. Naja, nicht so schwer ist relativ. 20. Ach Gott. Nein! Nein, das war doch nicht alles! Nein! Eindringling auf die Sicht. Oh, was soll das denn dann für ein Code sein? Den haben wir da schon mal benutzt. Notstrombatterieraum. Wartungsraum 7687. Verschaffen Sie sich Zugriff auf den Zentralserver der CIA, um die Sicherheitslücke zu finden. Ja, Zentralserver. Gut, hier steht nur Serverraum. Jetzt sagt er, ich habe irgendwo einen Code vergessen, ey. Den finde ich niemals. 11059876. Ist mir jetzt egal, ob ich erwischt werde. 768. Aber stimmt, vier Dinger reichen ja gar nicht, wurde ja gesagt. Also, haben wir ja bemerkt. 110598. 110598. Das ist das niemals. 110598. Ah! Zugang erlaubt! Sicherheitssysteme nee, denied, oder? Alter, ich hasse dich, Mann. Ich hab keinen Code. Ich hab keinen Code. Wo krieg ich den Code her? Das wäre jetzt richtig mies, wenn ich was weiß ich wohin. Ich glaube, ich habe was gesehen. Du hast gar nichts gesehen, Junge. Sie dürfen hier gar nicht sein. Ups. Du darfst ja auch eigentlich nicht sein, verdammt. Tja, ich habe keinen Code, meine. Melde einen Eindringling. Der trifft seinen Kollegen, habt ihr das gesehen? Alter, wie kann man so blöd sein, ey? Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.